Im Dragon Ball Super Manga Kapitel 103 geht der Kampf zwischen Ultra Instinct Goku und Gohan Beast in die finale Runde. Viele von euch sind davon überzeugt, dass Goku diesen Trainingskampf gewinnen wird, während andere von euch der Meinung sind, dass Gohan stärker ist. Bevor wir aber weiter in diese Thematik einsteigen, lasst zur Unterstützung bitte ein Like und ein Abo da. Vielen Dank! Letztendlich haben diejenigen Recht behalten, die davon ausgegangen sind, dass der Kampf zwischen Goku und Gohan unterbrochen wird. Goku hat den Kampf im Kapitel 103 tatsächlich von sich aus abgebrochen, nachdem er Gohans neue Kraft ausreichend auf die Probe gestellt hat. Und das ergibt auch allein deshalb Sinn, weil es kein Kampf um Leben und Tod ist, sondern ein Übungsmatch zwischen Vater und Sohn. Einige von euch haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr gerne mal Broly gegen Gohan kämpfen sehen würdet. Und genau das haben wir auch tatsächlich im Kapitel 103 zu sehen bekommen. Außerdem wird enthüllt, dass Broly jetzt dazu in der Lage ist, als Super Saiyajin im Kampf die Kontrolle zu behalten und nicht, wie im Film, vollkommen auszurasten. Außerdem hat Goku offensichtlich eine neue Kraft erlangt. Es scheint, als hätte er eine Weiterentwicklung bzw. noch völlig unbekannte Facette des Ultra-Instinkts erreicht. In einer Szene neigt Goku seinen Kopf zurück, wirft einen wilden Blick und ist plötzlich hinter Gohan, um ihm einen überraschenden Tritt zu verpassen. Ist das etwa nur reine Geschwindigkeit? Sozusagen eine augenblickliche Bewegung? Es scheint, als hätte Goku eine neue Dimension des Ultra-Instinkts erreicht, die er kurzzeitig gegen Gohan einsetzt und ihn fast überwältigt. Sobald er diesen Zustand aktiviert, teleportiert er sich hinter Gohan, führt einen kräftigen Tritt aus und setzt umgehend einen weiteren Angriff an, was Gohan sichtlich zusetzt. Doch dann zeigt Gohan einen entschlossenen Blick in seinen Augen und schlägt Goku so hart in den Magen, dass dieser praktisch aus dem Ultra-Instinkt herausfällt. Anschließend kämpft Broly zunächst in seiner Base-Form gegen Gohan Beast. Und anfangs wird er auch von Gohan ziemlich auseinandergenommen. Doch unmittelbar danach wird Broly von seiner inneren Kraft angetrieben und erreicht schließlich die Super Saiyajin-Form, was sowohl Gohan als auch alle anderen überrascht. Und das ist schon extrem beeindruckend, denn obwohl die Super Saiyajin-Form vom Power-Level her deutlich unter der Beast-Form und Ultra-Instinkt liegt, konnte Brolys immense Kraft ausreichen, um gegen Gohan anzutreten. Und genau daran sehen wir auch, dass, egal wie stark Goku, Vegeta und Gohan auch werden mögen, Broly sie innerhalb kürzester Zeit nicht nur im Kampf auf Augenhöhe halten kann, sondern sie auch darüber hinaus übertreffen wird. Deshalb ist auch Broly eindeutig der stärkste noch lebende Saiyajin, vor allem weil er entsprechend der S-Zellen-Theorie von Akira Toriyama ein legendäres Geschöpf ist. Wir wissen, dass Broly aktuell daran arbeitet, seine Emotionen zu kontrollieren, denn wenn er zum Super Saiyajin wird, verliert er normalerweise jegliche Kontrolle. Und genau das hat er endlich geschafft, wie wir es auch im Kapitel 103 gegen Gohan sehen können. Allerdings wird auch dieser Kampf letztendlich unterbrochen, diesmal nämlich von Vegeta, der Broly ablöst, um gegen Gohan anzutreten. Und in der Zwischenzeit kämpft Broly gegen Goten und Trunks. Das Ganze ist fast schon wie ein Battle Royale unter Saiyajin ausgeartet. Und das ist ehrlich gesagt auch genau das, was viele von uns immer erhofft haben, da es uns endlich ermöglicht, die Kräfteverhältnisse zwischen den Charakteren zu sehen. Zunächst einmal erweckt es den Eindruck, dass beispielsweise Gohan stärker ist als Goku, da Goku am Ende nachgegeben hat. Allerdings ist es nur ein Trainingskampf und Goku hat dabei nicht einmal ansatzweise sein ganzes Portfolio an Ultra-Instinkt-Kräften gezeigt, wie beispielsweise den True Ultra-Instinkt oder seine bisher noch unbezwungene Susanoo-Form. Wie der Kampf zwischen Broly und Gohan letztendlich ausgegangen wäre, bleibt unklar. Vermutlich wäre Gohan zu Beginn stärker gewesen, aber je länger der Kampf vorangeschritten wäre, desto mehr hätte sich Broly am Ende durchgesetzt. Leider wurde auch nicht gezeigt, wie sich Vegeta gegen Gohan Beast geschlagen hat. Allerdings sehen wir, dass Vegeta nur in Blue-Form gegen Gohan kämpft, was unter Umständen bedeuten könnte, dass er im Ultra-Ego-Form stärker ist als Gohan. Ich denke, die eigentliche Frage ist vielmehr, ob Broly in seiner Super Saiyajin-Form stärker ist als Goku, Vegeta oder Piccolo. Wahrscheinlich befinden sie sich momentan alle auf einem ähnlichen Level. Am Ende von Kapitel 103 kehrt Goku mit den anderen wieder auf die Erde zurück und fordert sogar Piccolo direkt zu einem Kampf heraus. Aber Piccolo lehnt ab, weil er Pan von der Schule abholen muss. Und ja, Goku hat tatsächlich allen Ernstes vergessen, dass Pan seine Enkelin ist. Es ist wichtig zu bedenken, dass Goku Pan schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, wahrscheinlich seit sie ein Baby war. Also hat er sie vielleicht nicht sofort erkannt. Deswegen ist auch Piccolo wütend auf Goku und zwingt ihn als Bestrafung, Pan gemeinsam von der Schule abzuholen. Am Ende von Kapitel 103 sehen wir, dass auch Pan wütend auf Goku ist, aber letztendlich schnell realisiert, wie sehr sie glücklich darüber ist, dass er endlich zurückgekehrt ist. Danach fliegen sie alle gemeinsam mit Gohan und Piccolo nach Hause. Abschließend äußert sich die gesamte V-Jump-Redaktion zum plötzlichen Tod von Akira Toriyama. Sie sind tief betroffen und möchten sich bei ihm für seine großen Leistungen bedanken und beten dafür, dass seine Seele ewig in Frieden ruht. Aber wie geht jetzt die Geschichte von Dragon Ball Super
Super ohne Akira Toriyama weiter. Wir wissen immer noch nicht, wer der große Bösewicht im nächsten Handlungsstrang ist. Es könnte sein, dass eine völlig neue Geschichte eingeführt wird, oder es könnte tatsächlich Black Freezer sein. Meiner Meinung nach deutet vieles darauf hin, dass es Black Freezer sein wird, der uns zeigen wird, wer unter den Saiyajins wirklich der stärkste ist. Die meisten von ihnen scheinen ziemlich gleich auf zu sein, abgesehen von Broly, der das heftigste Potenzial von allen hat. Goku scheint sehr dicht dahinter zu sein und vermutlich auch Vegeta und Gohan. Der einzige, der sich im Moment wirklich mit Black Freezer messen kann, ist womöglich Goku und potenziell auch Broly, wenn er seine Wut bewältigen und kontrollieren kann. Es war einfach großartig zu sehen, wie Gohan gegen Broly gekämpft hat, denn er ist die perfekte Person, um ihm beizubringen, wie er seine Wut kontrollieren kann. Und ich hoffe auch wirklich, dass Gohan Broly beibringt, wie er seine Wut kanalisieren kann, um seine legendäre Super Saiyajin-Form zu kontrollieren. Vielleicht wird Broly darüber hinaus eine neue Form entwickeln, die weder Ultra Instinct noch Ultra Ego ähnelt. Eventuell geht es jetzt eher in Richtung des vierfachen Super Saiyajin. Hoffentlich ist es etwas wirklich Neues und Cooles, damit er gegen Black Freezer antreten und ihn besiegen kann. Das wäre eine großartige Entwicklung für solch einen Handlungsstrang, da alle an Stärke gewinnen und wir sie dann alle gegeneinander kämpfen sehen können. Ich frage mich wirklich, welchen neuen Bösewicht sie einführen könnten, außer Black Freezer. Wir hatten bereits jemanden, der danach strebt, der Stärkste zu sein und außerdem einen Millionen Jahre alten Magier-Dämon. Wenn es nicht Black Freezer ist, müssen sie vielleicht in ein neues Universum reisen oder vielleicht bekommen wir sogar ein neues Turnier der Kraft mit den restlichen Universen, was ebenfalls cool wäre. Es ist aktuell unklar, ob die Geschichte direkt zum Ende von Z fortschreiten wird, wo Goku auf Uub trifft, bevor sie möglicherweise in neue Handlungsstränge übergeht, die auch Black Freezer einschließen könnten. Es gibt keine Anzeichen für bedeutende Ereignisse, abgesehen davon, dass Carmine und Magenta nach dem Erlebten keine hinterhältigen Taten mehr begehen werden und damit auch die Geschichte rund um die Red Ribbon Armee anscheinend endgültig abgeschlossen ist. Es sei denn, Toyotaro wird Vomi bzw. C21 in die Geschichte einführen, was aber aktuell nicht den Anschein macht. Wir nähern uns auch immer dem Ende von Z, besonders da Pan auf Goku trifft. Das ist auch bemerkenswert angesichts der Ankündigung im V-Jump Magazin, dass das Dragon Ball Team im April eine Pause einlegen wird. Das Dragon Ball Team und Shueisha werden sich voraussichtlich neu organisieren müssen und für die Zukunft planen. Daher sollten wir nicht erwarten, dass Kapitel 104 schon womöglich im April erscheint. Es könnte im Mai, Juni oder zu einem anderen Zeitpunkt, wenn Shueisha beschließt, die Veröffentlichung wieder aufzunehmen, herauskommen. Selbstverständlich verdient das Team rund um Toyotaro eine Pause, um zu trauern und sich mental für die Zukunft zu sammeln. Und wenn sie zurückkehren, können wir uns dann auf weiteren spannenden Inhalt freuen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr Kapitel 103 findet und wie die Geschichte darüber hinaus weitergehen sollte. Like bitte dieses Video und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.